Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti bei Mann. Heute geht's weiter mit meiner Tagesquest, nämlich mit Tag 3. Heute ist der 18.09. Es ist kurz vor 18 Uhr. Und ja, bin krank geschrieben. Aber trotzdem werde ich mir meinen 100-Tagesquest, also auf jeden Fall durchziehen. Also, wo ihr seht, Moment, das ist ja eigentlich Spiel ein bisschen trainiert vorher. Aber wie gesagt, einen Tag vorher, letztes Spiel gehabt. Und ja, wir fangen auch gleich direkt damit an. Wir sind bei Tag 3, haben noch 97 Tage vor uns und ich weiß nicht. Ich versuche die ganze Zeit mir meine Bilder da rein zu quetschen, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Also ich mache mal ein bisschen ein paar Fehler, aber ich denke mal, das werden wir dann so in den nächsten paar Tagen auf jeden Fall drin haben, hoffe ich jedenfalls. Damit wir dann auch wirklich besser werden. Goju Porn, na super. Also der Chat ist natürlich mal wieder sehr super. So, wir spielen gegen Terraner. Ich habe auch ein paar Maps rausgenommen, zum Beispiel, wer ist denn die? Ich zeig's dir gleich nach dem Spiel. Welche Map ich jetzt aus dem Pool rausgenommen habe, damit ja, es für meinen Spielstil ein bisschen einfacher wird. So, good luck, have fun. Und ja. Wir spielen Makro Games. Versuchen zu gucken, was der Gegner macht. Und dann einfach nur Makron. Das ist eine Kack-Map. Das ist keine schöne Map. Da sitzt der Pilot ein bisschen zu weit weg vom. Ah, ist egal. Passt schon. Wir öffnen unseren Build-Order natürlich mit einer späten Echse. Aber das ist ja nicht so weiter wild. Dafür haben wir dann halt gleich am Anfang ein bisschen mehr zum Stressen von Gegner. Allgemein ein bisschen mehr Verteidigung. Wahrscheinlich zu früh geschickt. So, jetzt wollen wir gleich gucken, was. Ah, Proxy. Das ist ja doof. Dann brauchen wir unbedingt mehr Truppen. Müssen auf jeden Fall rausfinden, wo der Proxy ist. Könnte auch direkt vor unserer Tür sein. Schnell kümmern kann. Kommt wahrscheinlich ein Reaper. All in. Gleich ein paar Schildbatterien hinstellen, damit wir auch safe sind. Da ist der Proxy. So, alles okay. Vielleicht eins. Also kommt er eigentlich nicht hier hoch. So, ja, wir haben so einen Pylon vergessen dadurch. Dürfte aber eigentlich auch nicht haben. Ja, da kann er jetzt machen, was er möchte. Da passiert nicht mehr viel. Cyclones. Ein bisschen raus ist meine Bilder oder jetzt?
Aber ich fiere natürlich. Also ein bisschen Angst vor den Zeitlins. Forschung abgeschlossen. Auf jeden Fall scouten, das ist ganz wichtig. Wir bauen jetzt unser für die Kolosse. Noch besser. Das ist ein absoluter Cheese Terran. Sterblichen. Wir müssen rein scouten. Jetzt kommt er auch. So, dann haben wir mal wieder einen Koloss. Müssen wir mal auf die Taste legen. Hab ich irgendwie hier was verloren? Wir müssen eigentlich langsam auch mal zusätzliche Pylonen bauen. Genau, Pylonen bauen. Gas und dann bauen wir langsam eine Echse. Naja, ist natürlich blöd. Das ist halt der Nachteil vom Proto, du bist halt langsam. So, Twilight kannst du doch nicht vergessen, das vergisst man sonst immer. Und Upgrades natürlich. Ganz dringend und ganz wichtig.
Okay, da kommt der Terraner jetzt wahrscheinlich. Das reicht aber nicht, was er da hat. So, wir brauchen auf jeden Fall das Twilight Council jetzt noch. Und brauchen nochmal zwei Kolosse. Weil ich viel vom YouTuber Zuka erfahren habe, ist, vier Kolossi ist auf jeden Fall die Optimum. Ich habe zu wenig Gates. So, wir nehmen auch gleich wieder eine neue Echse. Naja, GG, haben wir verloren. Ah, wie gesagt, wurde ich ein bisschen auseinandergebracht durch meine Bilder, oder? Die sitzt halt noch nicht so perfekt. Also normalerweise hätten wir es verteidigen können. Der war jetzt nicht so gut, der Terraner. Aber naja. Sagen wir, schließen nochmal noch ein Spiel an. So, irgendwas wollte ich euch zeigen. Ah ja, die Karten. Moment. Genau, ich habe hier Karten rausgenommen. Ich habe hier Parasitenlabor rausgenommen, weil mir einfach die, also das Gap einfach viel zu groß ist für meine Echse und hier die Traumfänger-Allee. Das finde ich jetzt auch nicht so geil. So, und würde sagen, wir schließen noch eins an. Und dann sind wir, glaube ich, heute erstmal durch. Bin halt immer noch, bin gerade krank und das ist halt nicht so geil. Aber wir werden trotzdem unsere 100-Tages-Challenge durchziehen. Ich versuche einfach mal die Tage noch ein bisschen meine Bilder auf die Reihe zu kriegen. Vor allem mit Stress. So, spielen gegen Zerg. Ja, den Zerg machen wir halt unten zu. Spielen wir auch anstatt zwei Stalker, dann zwei Adepten am Anfang. Ein bisschen einfach so stressen. Gucken, ob er einen 12 Fuß spielt. Ich muss uns halt dicht machen, wenn 12 Fuß. Oh. Keine Echse? Hm, das kann nur eins sein. Kein Pool, keine Echse.
Was ist denn da los? Habt ihr noch eine Echse oder ist das jetzt aus das? Das ist die Echse. Die Echse ist da. Hm. Kein Pool, oder? Ich hätte auch eine dritte genommen. Da kommt der Pool. Okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gas hat auch. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Eure Sonden werden angegriffen. Der hat irgendwo eine Hidden genommen vielleicht. Gucken einfach mal rum. Weil das ist nicht normal. Das ist ein bisschen strange. So, und jetzt gehen wir auf nächste. Ayur wird erneut unser sein. Hor Salah. Na, kommen die Zweilinge rein, das ist nicht so geil. Feindkontakt. So werden wir gebraucht. So soll es geschehen. Eure Sonden werden angegriffen. Wir dienen mit Stolz. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Vorwärts. Schade, da war ein bisschen doof gelaufen. Hat aber keine Hidden Exe, das ist ein bisschen komisch. Forschung abgeschlossen. Hm. Okay, da verlieren wir das jetzt wahrscheinlich auch, weil ich zu doof bin. Für den Ruhm. Feindkontakt. Hor-Salah. Aber wir haben ein bisschen geforst, dass er ein paar Linge baut. Also so viel haben wir jetzt nicht Verlust gemacht, sag ich mal. So, müssen wir Observer mal kurz vorschauen. Brauchen unser Robotic Deck. Oder Robotics Bay. Dock heißt es. Deck. Bisschen Schiss, deswegen brauche ich lieber noch mal ein paar. Ja, Pylonen wäre gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzlich.
künstliche Pylonen bauen. So, da dann. Gibt's noch Roaches? Kein Tech. Bis hier noch nicht. Hydras, okay. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ihr müsst zu. Ihr habt nicht. Unbedingt Pylonen, ey. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Killen wir den erstmal seine Klinge. So, jetzt brauchen wir eine Echse. Hat schon viele Hydras und Banelinge. Könnte sein, dass er auch gleich kommt. Nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ist auch Boomlinge ohne Ende. Ihr habt nicht genügend. Nicht genügend Energie. Obwohl, so viel hat er nicht. Uns Twilight kannst du nicht vergessen. Kommt er. Ein Upgrade vom Hauptgebäude? Nein, doch hat er. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Braucht noch mehr Boomlinge. Mineralienfeld erschöpft. Upgrades. Ah, ich habe meine Upgrades vergessen. Sagt das doch jemand. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien, nicht genügend Energie. So, wir wollen noch immer noch Archons, die brauchen wir jetzt langsam. Hm, ich hab so wenig Mineralien, ey. Mein Leben für Ajur.
kommt auf jeden Fall mit Corruption auch noch dazu. Wie steht hier irgendwo? So, wir gehen jetzt komplett auf Archons Immortal. Nicht Archon Immortal. Archons Persis. Weil er geht anscheinend auf. Ich vernahm euch. Das haben wir schon wieder verloren. So viel hat er nicht. Gibt's doch nicht. Ach Mann. Schon Upgrades gehabt, der hat einser. Naja, GG. Wir werden einfach nicht besser. Irgendwie passt mir mein Makro immer noch nicht. Also wie gesagt, das Bild muss ich auf jeden Fall noch viel üben. Irgendwie passt es nicht. Ich sag, so gut war er auch nicht. Ich war schlechter. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder eher gesagt, morgen. Und ja, bis dahin, tschüss, tschüss, Omo die Bier. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.